Einen wunderschönen Willkommen ja, zu einer weiteren Runde von Haunted. Ne? Wir haben beim letzten Mal das Spiel mal begonnen. Es ist nicht wie Jackin 2 von der Steuerung. Es scheint auch ziemlich linearer zu sein. Aber der nette Herr hier hinten, der offensichtlich verkleidete Händler, hatte, glaube ich, beim letzten Mal einen Spezialauftrag. Ja, wie kann ich behilflich sein? Ja. Wegen dieses speziellen Auftrages. Speziell, ja. Ach ja, der spezielle Auftrag. Schön. Hört zu. Ich habe ein gewisses Interesse an einem, nennen wir es Serum, das angeblich besondere Kräfte besitzt. Okay. Ich möchte nur so viel dazu sagen. Ich habe erfahren, dass es unter einem alten Galgenbaum hier in der Innenstadt vergraben sein soll. An okay. diesem Ort wurde der letzte Londoner Vampir erhängt. Eine Was? Schaurige Geschichte. Wenn du mir das Serum bringst, darfst du dir einen Artikel aus meinem Angebot aussuchen. Die Dinger sind zwar zu nichts Nütze, aber trotzdem kannst du sicher deinen Spaß damit haben. Oh, warte mal, mein Wecker hier. Ich starte heute früher als sonst, ne? So, was haben wir hier? Fahrkarte nach Schottland. Wir könnten theoretisch also sofort nach Schottland oder wir könnten es auch lassen, indem wir jetzt, wie war denn das hier? Leertaste war das, ne? Ausgang zur Straße. Ein Galgen. Habe ich irgendwo hier einen Galgen gesehen? Da, hier ist der Hauptplatz. Mal gucken da. Extrablatt, Extrablatt! Die Linie 187 der Königlichen Eisenbahn ist ein Jahr nach ihrem letzten Unfall wieder... Na, Britanna, ja, ich habe mich dazu durchgerungen. Nee, der Rest ist alles schon ins Bett gegangen. Da dachte ich mir, ich könnte... Was ist das hier? Ich könnte einfach mal anfangen, ne? Die Zeit nutzen, bevor ich irgendwelche sinnlosen Videos gucke. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Ja, wie kann ich behilflich sein? Ach so, Wegen dieses speziellen Auftrages. Ach ja, der spezielle Auftrag. Hast du es? Nein, ich habe nur diesen Zettel hier. Lass mal sehen. Oh nein! Ein anderer Vampir hat sich das Serum ausgeborgt. Er schreibt, dass er es an einen anderen, sicheren Ort gebracht hätte. Und der sei unten am Hafen, geschützt durch einen Holzpflock. Du solltest also dorthin gehen. Da findest du hoffentlich das Serum. Natürlich darfst du dir schon mal was aus meinem Angebot aussuchen. Ich nehme den Spiegel. Ich möchte den schicken Spiegel. Eine gute Wahl. Wir werden es schnellstmöglich zu dir nach Hause liefern. Ab, Flo. Wir nehmen den Spiegel. Er hat, Achso, es wird ja geliefert nach Hause. Okay, ja, na klar. So, am Hafen, ne, wurde gesagt. Das heißt, hier. Gucken wir mal. So, wurde zum... Wundervoll deine Sonnenrosen geduftet haben. Ja, na, vor allem die, ne? So. Ja, Rosen? Aber ich habe doch nicht... Du weißt, wie sehr ich diese Rosen liebe. Natürlich, Julia. Guck mal, hier ist eine Karte eigentlich. Aber hier ist nichts. Oh, was ist das? Wie schön, dass du mein Seltsamer Holzpflock. Den hat er mir aber vorhin nicht angezeigt hier, oder? Der Pflock steckt zu fest im Boden. Den bekomme ich nicht raus. Da war eigentlich gar kein... Ach so, warte mal. Stark. Und so wie der aussieht, wahrscheinlich tot. Mal gucken. Mit den Fingerspitzen. Okay, Hammer. Ja, wie kann ich behilflich sein? Wegen des Auftrags. Wegen dieses speziellen Auftrages. Ach ja, der spezielle Auftrag. Und? Hast du es? Wieder nur ein Zettel. Lass sehen. Verdammt, dieser Schurke. Ivan der Dritte hat das Ding entwendet und diesen blöden Zettel hinterlassen. Er hat das Serum mal kurz gebraucht und dann an einem anderen Ort versteckt. Am Boden eines versiegten Brunnens in der Nähe eines alten Theaters. Naja, vielleicht findest du es dort endlich. Und wie versprochen, darfst du dir wieder etwas aussuchen. Okay, ich nehme... Oh, den Eisbärpelz. Ich möchte den tollen Eisbärpelz. Eine gute Wahl. Wir werden es schnellstmöglich zu dir nach Hause liefern.
So, was hat er gesagt? Erstmal hier wieder raus. Was hat er verbunden? Wo, was, wie, was, weswegen? So. Da wollen wir nicht hin. Was war hier? Zur Hauptstraße? Nee. Was ist hier drüben? Du bist also ein echter Krieger gewesen. Oh, guck mal. Nee, da wollte ich dich hin. Ja, und für solche Knirpse wie dich habe ich nicht. Anlegestelle. Nein, 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 wir wollen nicht fahren. Vorsichtig. Zufall oder steckt dahinter mehr? Schaffner Harald F. berichtet von. Zur Hauptstraße? Ich geh mal da gucken. Danach hat er sich selber widerrufen und nur noch von null. Da kommen wir auf die große Karte, oder? Ja, da kommen wir auf die große. Nee, eigentlich nicht. Der Chat ist da, aber ich sehe bloß Namen Litander und dann geht's jetzt und Achso, bei ihm dann. Hoffentlich. Ach, dann gibt's wieder Probleme dann, hä? So, was war das gewesen? Jetzt muss ich mal kurz gucken. Da war das, glaube ich, ne? So, wo haben wir denn hier was? Überreste der Hunde. Ach so. Der war wohl mal besser in Schuss. Beim Brunnen. Ich bin ein Pirat mit besonderen Fähigkeiten. Ich mache nicht jeden Unsinn mit. Da war's so. Okay. Was haben wir denn da? Der geht's bisher ganz gut. Ja, wie kann ich behilflich sein? Heute war ja doppelt. Heute früh war Impfen und dann war Auswertung von gestern Spritze. 60% hat sie derzeit auf dem Auge. Und jetzt wird erstmal geguckt, wie sich das jetzt sukzessive einstellt. Das heißt, in 3 Wochen ist nochmal ein Check. Dann wird darüber weiter entschieden, wie da weitergemacht wird. Und lassen wir uns mal überraschen. Und ich denke mal, mit der Spritze wird es morgen anfangen. Sie hat schon vorsorglich alles sich nach oben mitgenommen, ne? Je nachdem. Also es kann sein, dass sie sehr früh aufstehen muss, um die Kids wegzubringen. Ja, wegen des speziellen Auftrags. Wegen dieses speziellen Auftrages. Ach ja, der spezielle Auftrag. Und? Mhm. Was hast du dabei? Einen Zettel. Natürlich. Wie sollte es denn sonst sein? Nanu? Da steht, dass der Dieb das neue Versteck nicht preisgeben will. Er hat 3 lateinische Hinweise in der Stadt verstreut. Na toll. Tja, jemand muss sich wohl auf die Suche begeben und diese Dinger übersetzen. Erst dann wirst du wissen, wo sich dieses Ding tatsächlich befindet. Woher weiß ich denn, dass dort nicht schon wieder ein Zettel auf mich wartet? Naja, die Botschaft ist auf letzte Woche datiert. Die Chancen stehen gut, dass das der letzte Hinweis ist. Und? Was willst du dir diesmal aussuchen? Ich nehme Plattenspieler. Ich möchte den hübschen Plattenspieler. Eine gute Wahl. Wir werden es schnellstmöglich zu dir nach Hause liefern. Nein, sie hat heute früh die Impfspritze bekommen in den Arm. Gestern hat sie doch die Spritze ins Auge bekommen. Und heute war die Auswertung von der Spritze im Auge. Das ist immer einen Tag danach, das nächste Mal ist es davor. Um eben dazu gucken, was dann weitergemacht wird. So, wir speichern mal einmal ab hier. Ach, guck mal, da sind sie alle da. So, ich speichere neu. Dank des Hinweises letztens hat es ja alles funktioniert hier mit dem Speichern. So. Gut, Hinweise. Haben wir hier irgendwas? Nee, ne? Hier irgendwas? Nee. Da. An den Wänden. Ich guck mal. Wir gucken mal uns jetzt hier um. Fangen wir mal hier an. Hier irgendwas zu sehen? Kommen wir da hinten rum? Nee, können wir nicht. Da geht's bloß zu dem... Wo ging die Straße hin?
Na, wenn sie morgen die Impfeffekte hat, dann muss ich früher raus, weil ich dann für sie Ersatz... Oh, da ist ja was, warte mal. Weil ich für sie ersatzweise halt die Kinder wegbringe. Ja? Das ist halt so umgekehrt dann. Weil sie ist eher die Frühaufsteherin, also die richtige Früh... Hierfür brauchen wir einen Spezialisten, den wir im Moment noch nicht haben. Wir sollten das später machen. Okay. Ich bin ein Pirat mit besonderen Fähigkeiten. Ich mache nicht jeden Unsinn mit. Konfuzius sagt, in dieser Sache möchte ich weder als Wasser noch als Dampf zur Verfügung stehen. Tja. Puh. Muss ich jetzt hier alles absuchen weiter? Drei Hinweise. Oder ist ein Hinweis und der gibt uns dann den Hinweis auf die nächste Stelle. Ich gehe mal hier drüben nochmal gucken. Da siehst du es doch. Ist doch schnell gelaufen dann. So, war hier unten irgendwas? Mal schauen. Hier ist auch noch was. Okay, Das ist in einer Sprache geschrieben, die ich nicht lesen kann. Okay, da brauchen wir auf alle Fälle jemanden. Ja, man weiß halt nicht, ob das Wetter nicht auch eine Rolle mitspielt, ne? Bei den aktuellen Situationen. So, mehr... Warte mal, wir brauchen noch eins. Da kommen wir hier bloß hin. Ne, da wollen wir nicht hin. Die Linie 187 der Königlichen Eisenbahn ist ein Jahr nach ihrem letzten Unfall wieder verunglückt. So, was haben wir? Bahnhofsviertel, chinesischer Laden, die Tower Bridge gucken wir mal und Theatervorplatz können wir noch gucken. Dann finden wir zwar die Dinge, aber mehr haben wir auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob man hier später wieder zurückkommt. Gute Idee, aber wie soll ich das Serum finden? Dafür bräuchte ich eine wirklich gute Spürnase. Okay, danke. Also ist das Serum hier. Aber die Frage ist, ob das hier irgendwie lösbar ist. Wir brauchen jemanden, der uns das erst übersetzen kann. Ja, ich glaube, du kannst eigentlich dauerduschen. Am besten ist eine tragbare Dusche die ganze Zeit dabei haben bei dem Wetter, oder? Wobei es heute einigermaßen ging. Ich gehe mal hier. Hat er noch irgendwas zu sagen? Der Königlichen Eisenbahn ist ein Jahr nach ihrem letzten Unfall wieder verunglückt. Ah, noch immer interessiert an einem Ticket für die Schottlandlinie, trotz der Vorkommnisse? Ach so, Ich komme später wieder. Oh, warte mal, hier ist auch noch was. Zufall oder steckt dahinter mehr? Schaffner Harald F. berichtet von danach, hat er sich selber widerrufen. Hierfür und nur noch brauchen von wir null einen Spezialisten, Toten, den wir im Moment noch nicht haben. Das sind ja schon vier. Das sind ja schon vier. So, warte mal, wir haben doch ein Ticket. Bitte schön, hier ist mein Ticket. Vielen Dank und eine angenehme Reise. Da kommt der Zug. Ach, ich hasse Züge. Ich hasse Zugfahren. Sag mal, kannst du eigentlich irgendwas außer Menschen zerteilen, Riesenbaby? Ich werde dich gleich zerteilen. Wenn du wenigstens ein paar gepfefferte Antworten parat hättest, würde das immerhin Spaß machen. Ich werde dich schlagen. Da haben wir es. Große Klappe und kein Gehirn dahinter. Aber er kann schlagen. Okay, der Zug fährt los. Nee, kommt an. Okay. Da ist ein paar... Ah, ist ja putzig gemacht. Das war ein schönes Detail eben. Sieht fast alles noch so aus wie damals. Der Geruch nach altem Leder, Ruß und Öl. Guten Tag, willkommen bei der Railroad Company. Wir hoffen, Sie haben eine schöne Fahrt. Moment, waren Sie schon mal Kunde bei uns? Nein, Sie müssen mich verwechseln. Verzeihung, seit diesem Unfall damals bin ich etwas zerstreut.
Nicht nur sie. Wie bitte? Ach, nichts. Oh, übel. Ganz übel. Sind wir schon da? Nein. Ich hab Hunger. Hör auf zu nerven, Konfuzius. Was seid ihr nur für eine lausige Mannschaft? Wir können mein Lieblingsspiel spielen. Immer wenn ich mit Konfuzius sagt, anfange, müsst ihr machen, was ich sage. Und wenn ich anders anfange und ihr macht's trotzdem, habt ihr verloren. Ich weiß nicht genau. Du könntest das ausnutzen. Aber irgendwie hört es sich trotzdem lustig an. Hört auf, mir ist nicht zum Lachen. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mein nächstes Geisterleben gern ohne einen Haufen Heulsusen bestreiten. Ich bin diese Strecke schon einmal gefahren. Mit meinen Eltern und meiner Schwester. Und hier ist es passiert. Ich habe nicht getan, was ich sollte, und das hat meiner Schwester das Leben gekostet. Die blutrote Sonne da draußen macht mich ganz verrückt. Na prima. Das Menschenkind vergeht in Selbstmitleid und dem großen Klotz hat es die Sprache verschlagen. Oh, jetzt bin ich vollends nutzlos für euch. Mir ist übel. Was für eine Erleichterung. Endlich fällt dir selbst mal auf, dass du zu nichts zu gebrauchen bist. Ich würde dich jetzt gern in zwei Hälften teilen, aber ich habe keine Kraft. Keine Kraft? Das könnte mir nützlich sein. Wenn du es nicht mal mehr zustande bringst, dich gegen meine schlagenden Argumente zu wehren. Da kann ich ja gleich aus dem Zug springen. So direkt wollte ich das nicht sagen. Aber es ist eine Idee. Es würde nicht mal was nützen. Naja, immerhin hätte ich endlich Ruhe. Konfuzius sagt... Ich hasse dich, du kleiner Wicht. Und ich hasse diesen Zug. Ich bin nicht gut genug für euch. Ich gehe woanders hin. Konfuzius hält unter diesen Umständen lieber die Klappe. Es ist interessant, dass er, ne? Habt ihr das gesehen? Das war doch Ethan, der Gehilfe der Professorin. Der war nur irgendwie verkleidet. Aber was will der hier? Bestimmt nichts Gutes. Wir müssen ihn unbedingt loswerden, und zwar so schnell wie möglich. Okay, ja. Dass hier unser großer Dicker so eine Panik hat vor Zügen. Hat das was zu bedeuten? Konfuzius, hat das was zu bedeuten? Du bist also diese Mary? Ja. Bestimmt hast du Schreckliches mit mir vor. Du kannst deine Körperform verändern? Hey, Menschen können das auch. Mit genügend Gebäck und Alkohol geht alles. Ich kann verschiedene Aggregatzustände des Wassers annehmen. Ich kann flüssig sein und auch gasförmig. Kannst du auch zu Eis werden? Nein. Themenwechsel. Das ist auch alles nicht immer so toll, wie es scheinen mag. Ich wurde zum Beispiel mal von einem Hund getrunken. Das hat er aber nur einmal gemacht. Wieso nennt man dich Konfuzius? Noch nie was vom großen Konfuzius gehört? Dem chinesischen Weisen? Das bin ich. Oder das war ich, als ich noch ein Mensch war. Moment, aber jetzt bist du ein Flaschengeist? Ja, das kommt vor, wenn man in der Sauna meditiert, obwohl einen alle davor warnen. Was? Immer schön die Elemente voneinander trennen, sagen sie. Vor allem den Geist und das Wasser. Ja. Aber ich mochte nun mal die Sauna so gern. Die ekligen Details will ich dir ersparen. Ich bitte darum. Jedenfalls verschmolz mein Geist mit den Dämpfen des Wassers, um es mal so auszudrücken. Als ich wieder zu mir kam, war ich überall und nirgends. Eine Wolke, eingeschlossen in einem edlen chinesischen Dampfbad. Es dauerte 4 Monate, bis ich es schaffte, mich zu sammeln, abzukühlen und in einen Eimer zu regnen. Das war der Zeitpunkt, wo ich beschloss, ein Qin zu werden. Ein Eimergeist? Mach dich nicht lustig. Es war eine schreckliche Erfahrung. Seitdem habe ich viel gelernt. Zum Beispiel das Sprechen und eine vielfältige Verwandlung meiner Form. Doch bin ich nun für immer an ein Gefäß gebunden. Bis später. Bis später. Ist ja kurz und schmerzlos. Oscar. Kopf hoch, Mary. Vielleicht schon. Was hast du denn bloß gegen Züge? Es ist genau dieser Zug, der mir Angst macht. Du warst also schon mal hier, mit deiner Schwester. Aber was genau ist denn passiert? Ach,
Sie war wirklich eine kleine Nervensäge. Sie hat nie auf mich gehört. Sie und ich, wir haben in diesem Abteil gespielt. Kurz darauf ist sie aus dem Zug gestürzt. Ich zog die Bremse. Der Schaffner erinnert sich noch daran. So war das. Verstehe. Du bist noch nicht bereit dazu. Bereit? Wozu? Ich hab dir doch alles erzählt. Ja, natürlich. Wie du meinst. Lass uns erst mal diesen Kerl loswerden. Okay, dann lass uns mal den Kerl loswerden. So. So, was haben wir denn hier? Da haben wir Abteil. Einste, ist das so schlimm, was das hier? Ein unbeaufsichtigtes Gepäck, da ist eine Bombe drin. Hemden, Socken, ach, uninteressant. Und hey, ein paar Wunderkerzen und eine Münze. Okay. Da ist nur noch unnützer Kram drin. Eine Münze und eine drahtige Wunderkerze. Wahrscheinlich ist die Wunderkerze dazu da, um ein Schloss zu öffnen, ne? Okay. Oh. Ich hasse Züge. Oh, wie ich sie hasse. Was ist denn so schlimm daran? Es ist alles so schnell und es wackelt so. Warum nehmen wir nicht einfach Pferde, so wie früher? Aber Pferde sind doch viel schneller als ein Zug. Das mag schon sein, aber wenigstens kann man selbst die Richtung bestimmen. Ich hoffe nur, dass wir so schnell wie möglich deine Schwester finden. Züge sind schneller. Bis jetzt bin ich immer mit allen fertig geworden. Selbst mit dem Tod. Noch nie habe ich mich so mutlos gefühlt. Aber, hä, Pferde sind doch viel schneller. Hä? Das war jetzt ein bisschen seltsam. Da war ein Übersetzungsfehler, würde ich mal sagen, ne? Bei der Synchro. Warum zur Hölle ist denn die Heizung aus? Kann man die nicht anstellen? Die Heizung ist kaputt, verdammt nochmal. Ich kann sie nicht anmachen. Und sicher wärmt sie auch gleich ihr 5 Uhr Tee. Oh, was ist das? Ein Taschendieb hätte seine Freude an diesem Loch in der Scheibe. Mhm. Eindeutig Plan. Hallo? Ist es nicht Zeit für den 5 Uhr Tee? Was, schon so spät? Wohl nicht. Es ist zu früh für den Tee. Ach komm, es sind nur 5 Minuten. Halt, junge Dame. Dieser Bereich ist nur für Mitarbeiter der Bahn. Oh, Verzeihung, da habe ich mich wohl verlaufen. Was gibt's? Ich glaube, da befindet sich ein Schwarzfahrer im Zug. Habe ich jemanden übersehen? Naja, Kontrolle ist besser. Ich sehe mal nach. Okay. Ich bin Schaffner der Königlichen Britischen Eisenbahn. Sind Sie nicht zugestiegen, der Herr? Die Uhr steht auf Punkt 5. Das Frettchen erzeugt Strom, der die Lampe speist, indem es ein Rad antreibt. Man fragt sich, ob es nicht noch mehr Dinge gibt, die sich hier gerade sehr schnell im Kreis drehen. Und ob man dann wirklich ein Frettchen... Vergessen wir das. Warum? Das hilft mir leider nicht. Es gibt sicher bessere Verwendungsmöglichkeiten für Wunderkerzen. Hier befindet sich wohl die Steuerung der Heizung. Damit bekommt die Heizung den nötigen Strom. Soll ich mal die Kabel für dich verbinden? Kein Problem. Die Heizung läuft jetzt. Jetzt kommt er automatisch. Ja, na klar, warum nicht? Warum auch nicht? So komme ich nicht weiter. Ein wichtiges Zubehör für den 5-Uhr-Tee. Kriege ich hier nicht Wasser? Oder... Oh, hier ist so ein Schränkchen, Moment. Ein Sack mit Tee. Wie geht? Im Teesack sind ja Maden drin. So, ich habe den Tee in die Kanne getan. Jetzt brauchen wir bloß noch Wasser, hä? Ich habe genug Tee. Ist hier noch irgendwas? Nee. Ich sollte etwas anderes versuchen. Achso, warte mal. Ich habe einen Konfuzius-Tee gemacht. Ich denke, jetzt ist der Teeservier fertig. Konfuzius im Tee. Da
Hat jemand Konfuzius im Tee? Was mache ich mit den Mahnen? Das Frettchen erzeugt Strom, der die Lampe speist, indem es ein Rad antreibt. Man fragt sich, ob es nicht noch mehr Dinge gibt, die sich hier gerade sehr schnell im Kreis drehen. Und ob man dann wirklich ein Frettchen... Vergessen wir das. Das wurde nicht von der Hand des Todes berührt. Und deshalb kann es auch meine nicht berühren. Ich bin ein Pirat mit besonderen Fähigkeiten. Ich mache nicht jeden Unsinn mit. Okay. Konfuzius sagt, in dieser Sache möchte ich weder als Wasser noch als Dampf zur Verfügung stehen. Ein Frettchen. Ein delikater Anblick. Das Frettchen hat die Maden gefressen und beginnt wieder zu laufen. Hä, das lief doch die ganze Zeit. Herrgott, ist ja auch egal. Hier ist mein Ticket. Na sehen Sie, es geht doch. Huch, der Schaffner kommt zurück. Was gibt's? Hallo? Ist es nicht Zeit für den 5-Uhr-Tee? Oh, tatsächlich? Wie schnell doch die Zeit vergeht. Dann gehe ich mal den Tee ausschenken. Dass es ihn nicht stört, dass er den Tee gar nicht aufgesetzt hat, oh, ja? Ihr 5-Uhr-Tee. Magentee. Nur mal ein Anfang. Es ist aber immer noch nicht warm genug, um meine Jacke auszuziehen. Jetzt? Ach, der Djinn! Konfuzius! Mein Herr, was ist denn mit Ihnen los? Ich weiß auch nicht. Muss irgendwie mit dem Tee zusammenhängen. Mit dem Tee? Auf keinen Fall. Die königlich-britische Eisenbahn serviert nur besten Darjeeling. Mhm. Stolz von kleinen Kindern aus den britischen Kolonien fürs Empire gepflückt. Ich habe Dinge gesehen, die ich niemals sehen wollte. Dann muss ich wohl zurück in den Tee. Wieso ist die Heizung nicht... Halt, junge Dame! Ja, doch! Dieser Bereich ist nur für Mitarbeiter der Bahn. Oh, Verzeihung, da habe ich mich wohl verlaufen. Was gibt's? Er hat sich wieder im Tee... Warte mal. Ich glaube, da befindet sich ein Schwarzfahrer im Zug. Habe ich jemanden übersehen? Naja, Kontrolle ist besser. Genau. Ich sehe mal nach. Ja, mach mal. So, dann gucken wir doch mal. Ich bin Schaffner der königlichen britischen Eisenbahn. Was haben wir denn übersehen? Sind Sie nicht zugestiegen? Die war vorher nicht da. Fahrkartenkontrolle. In dieser Tasse ist noch etwas Kaffee. Oh, bitte nicht. Das könnte ihn in Schwung bringen. Allerdings wird er es nicht freiwillig aus einer Kaffeetasse trinken. Igitt, im Teesack sind ja Maden drin. Die Maden saugen sich mit Kaffee voll. Oh, mir wird ein wenig übel. Und der arme, das arme Frettchen. Mensch, das Frettchen frisst die Maden und rennt wie verrückt in seinem Rad. Okay. So, wenn wir jetzt rausgehen? Herrgott, ist ja auch egal. Hier ist mein Ticket. Na sehen Sie, es geht doch. Huch, der Schaffner kommt zurück. Warte mal, hat seine Jacke hier vor das Loch gehangen? Na, was haben wir denn da? Ethans Fahrkarte? Ein Igitt, verschmierten Zigarrenschneider und eine... komische Handpuppe. Auf die Innenseite hat jemand Mr. Hyde gestickt. Ach, du Heilige, das ahnst du nicht. Eine Puppe. So, jetzt hat er kein Ticket mehr. Das heißt, wenn wir ihm jetzt sagen, ey, der hat kein Ticket mehr, dann,